Ja, eigentlich bin ich erst relativ spät zum Handball gekommen. Ich habe erst mit 13 Jahren angefangen zu spielen. Ich habe vorher Tennis und Fußball gespielt, bin dann beim Basketball hängen geblieben, aber durch das, dass meine ganze Familie Handball gespielt hat, mein Vater, meine Schwester, meine Mutter, war es klar, dass ich irgendwann auch in der Halle bin. Ja, die Faszination Handball ist ganz klar die Mischung aus Athletik, Schnelligkeit, Taktik, Technik, aber auch die Härte und der Körperkontakt. Es fallen viele Tore, es geht hoch und runter, viele Emotionen bei den Zuschauern und bei den Spielern. Und das ist das, was ich faszinierend. Ja, nach so einer schweren Verletzung wie nach einem Kreuzbandriss ist natürlich immer ein extrem langer Weg, bis man wieder da ist, wo man mal war. Aber wenn man dann das erste Mal in der Halle steht, wieder einen Ball in der Hand hat, mit der Mannschaft spielt und trainiert, dann weiß man, für was man so hart gearbeitet hat. Ja, so eine Einzelauszeichnung oder so eine Einzelnominierung, die ist im Mannschaftssport ja nicht so wichtig. Sowas kann man im Mannschaftssport eigentlich immer nur erreichen mit einem guten Team. Und meine Mannschaft hat mich da immer super unterstützt in den letzten Jahren. Und ja, ich hoffe, dass das in Zukunft so weitergeht und dass wir noch zusammen viele Siege und Erfolge feiern können. Ja, liebe Freunde, liebe TGS-Fans, ich fände es cool, wenn ihr für mich abstimmt. Wie gesagt, das ist eine Auszeichnung für uns als Mannschaft, für den ganzen Verein und die tolle Arbeit der letzten Jahre. Und ich hoffe, wir können noch zusammen viele Siege und Erfolge feiern.